Ja, schönen guten Abend alle zusammen. Ich begrüße euch zum 9. Kölner Querpass. Ich freue mich sehr, dass ihr heute am Valentinstag und am Karnevalssonntag alle dabei seid. Nochmal ganz kurz zur Vorstellung: Stefan Müller, Trainer von dem SV Stehbusch, Johannes C. von Deutz. Dann haben wir heute dabei den Alex Pillig. Da sagen wir gleich noch was zu. Heiko Dietz von der U17 vom SV Bergisch Gladbach. Apo Kiseruklu vom SV Eintracht Hohkeppel. Ali Maybody vom FC Pech, Efendi Közmez vom SV AKM Köln und unser Freund Fabian Basdorf noch und Yannick Seelbach und ich vom Paschus Tor. Wir heißen euch alle herzlich willkommen. Wir haben heute spontan noch den Alex Pillig mit in die Runde genommen. Der hat uns angeschrieben beim Kölner Querpass und hatte auch ein paar nette Themen. Und dann haben wir einfach gesagt, komm, wir nehmen dich einfach mal mit dazu, weil das bringt dann mal immer einen neuen Wind rein. Ja, wie gesagt, schön, euch alle zu sehen. Wir würden euch lieber persönlich sehen, aber es ist ja im Moment nicht möglich. Wir würden gern zum Starten erstmal eine Momentaufnahme von euch persönlich gerne hören und von eurem Verein, wie es bei euch im Moment aussieht. Da der Stefan direkt neben mir ist, Stefan, würde ich dich bitten, vielleicht damit anzufangen. Ja, erstmal hallo zusammen. Schön, euch alle in der Summe mal wieder zu sehen. Viele bekannte Gesichter und augenscheinlich geht es euch ja auch allen gut. Ja, Bestandsaufnahme, gibt nicht viel zu berichten. Unsere Jungs und wir als Trainerteam, als Verein halten regelmäßig über Zoom Kontakt, dass man die Jungs ja nicht gänzlich aus den Augen verliert. Allerdings aufgrund der schwammigen Zeit ist es sicherlich etwas ja, schwierig, den Kontakt anders aufrechtzuerhalten. Ja, von daher sind wir wirklich momentan nur über WhatsApp, über Zoom oder über persönliche Telefonate mal miteinander verbunden. Das tun wir sehr regelmäßig, aber alles andere ist momentan ja klar nicht möglich. Aber da versuchen wir alles Mögliche oben, eben um mit den Jungs Kontakt zu halten. Johannes, wie sieht es bei euch aus? Ja, auch von mir erstmal hallo in die Runde. Ja, grundsätzlich geht es allen gut, allen Spielern, allen Vorstandsmitgliedern, ja, allen wirklich soweit Situation angepasst. Dem Verein geht es soweit auch ganz gut. Auch die Mitgliederzahlen sind da nicht zurückgegangen. Haben wir sehr, sehr treue Mitglieder im Verein, was uns natürlich sehr froh stimmt, dass wir da in Deutz einen guten Pool an Menschen haben, die auch die Treue halten in so einer schwierigen Phase. Der Mannschaft selbst, der geht soweit auch ganz ordentlich. Wir haben natürlich den Kontakt so ein bisschen auch wirklich aufs Minimum reduziert. Auch die Trainingseinheiten, je länger natürlich der Lockdown dann geht, immer wieder weiter runtergefahren, um den Jungs einfach auch die Zeit zu geben, da selber mit klarzukommen und einfach auch mal eine Ruhephase zu haben. Und ja, da erstmal so von meiner Seite. Okay, Alex, sehe ich im Hintergrund ein Dortmund-Trikot bei dir? Nein, tatsächlich nicht. Das ist ein altes Trikot von der Porter zweiten Mannschaft. Okay, ich dachte, wir müssten das schon jetzt kurzfristig und schnell mit dir abbrechen, aber dann ist alles gut, ja. Nein, 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 keine bin Sorge. alles klar, kein Problem. Wenn du dich wirklich mal vielleicht kurz vorstellen könntest, was du machst, für welchen Verein du tätig bist und ja, was auch unter anderem deine Fragen waren und natürlich, wie es bei euch läuft im Verein natürlich. Ja, ich bin Alexander Pillig, 31 Jahre alt, Co-Trainer der zweiten Mannschaft von Prometheus Italia Ports. Das ist sozusagen die Neuauflage des alten GSV Prometheus. Viele werden sich erinnern, denke ich mal. Wir haben jetzt zur Saison haben wir den Verein quasi neu umgekrempelt. Der Vereinsname ist geändert worden, der Vorstand ist neu gewählt worden. Ja, und der Verein selber, ja. Im Großen kann man momentan natürlich nicht viel machen. Es hat sich nichts Großes ergeben. Es gibt natürlich in beiden Herrenmannschaften, wir haben jetzt mittlerweile eine zweite gegründet, da gibt es mittlerweile mal den einen oder anderen Neuzugang. Zum Glück keine Abgänge. Die Ziele, sofern man davon sprechen kann, in der Hoffnung auf einen Restart quasi, sind natürlich ganz klar, dass man mit der ersten den Klassenerhalt schaffen möchte. Ansonsten, die Jungs halten sich halt alle fit und gucken, dass sie irgendwie ja, gesund bleiben. Sie sind auch alle gesund geblieben. Das ist das Gute auf jeden Fall. Sonst versucht man natürlich über WhatsApp-Gruppen, über Zoom-Treffen ab und zu mal Kontakt zu halten. Aber es ist natürlich schon sehr schwierig. Ja, das glaube ich. Ja, Heiko, wir haben uns vor der Saison gesehen. Das große Ziel war der Aufstieg in die Bundesliga.
ja, seid furios gestartet. Also ich habe ja zwei Spiele von euch gesehen. Respekt für deine Truppe. Wie läuft es bei euch? Was gibt es von euch zu berichten? Erstmal hallo auch in die Runde von meiner Seite aus. Danke für die Blumen. Bei uns ist es halt wirklich so, dass wir uns 3 bis 4 Mal die Woche Zoom-mäßig treffen. Dann haben wir immer verschiedene Themen, die wir halt haben. Entweder müssen die Jungs vielleicht etwas selber erarbeiten in Gruppen, das, was sie dann halt auch vorstellen als Trainer. Dann machen wir aber auch Athletiktraining immer mal wieder mal, dass wir halt auch wirklich aktiv bleiben. Ja, und die Jungs haben halt auch noch nebenbei klar einen Laufplan bekommen, was wir auch regelmäßig dann auch ausführen und mir dann halt auch zukommen lassen. Aber ansonsten, ja, was halt auch schon im Vorfeld gesagt wurde, ich finde halt auch persönlichen Kontakt sehr, sehr wichtig, dass man den hält mit den Jungs, wie es ihnen geht in der Situation, weil ist ja auch, glaube ich, für einen Jugendspieler schon sehr, sehr schwer, wenn da auf einmal der Fußball komplett wegbricht und ja, aber die Jungs ziehen gut mit. Wir hoffen natürlich alle, dass es dann halt auch vielleicht mal irgendwann weitergeht. Aktuell hört man ja viel, Saisonabbruch, ja, nein. Müssen wir mal abwarten, was passiert. Okay. Apo, von dir weiß es persönlich, aber die anderen wissen es nicht. Erzähl du uns vielleicht was zu der Situation von dir und Eintracht Hochkettel, bitte. Ja, hallo, ist man die Runde. Apo, Trainer von Eintracht Hohkeppel. Ja, wir haben seit dem zweiten Lockdown, also sprich Anfang November, auch regelmäßig uns über Zoom-Session noch getroffen, Einheiten gehabt bis zur ersten Woche im Dezember. Hatten noch, aufgrund, dass noch unklar war bis Ende November, ob im Dezember auch noch gespielt wird, hatten die Jungs noch einen kleinen auch Laufplan für zu Hause, sodass wir quasi bis Ende November noch Pflichtprogramm hatten und hatten noch die erste Woche im Dezember auch noch zusammen ein, zwei Zoom-Einheiten und ja, und ab dem Zeitpunkt, als klar war, dass es jetzt erstmal unterbrochen wird, die Saison, haben wir auch erstmal eine Pause gehabt. Und ist natürlich schwer, den sozialen Kontakt so 1:1 beizubehalten. Aber nichtsdestotrotz muss man die Situation annehmen, wie sie ist. Es trifft uns allen. Und da gibt es ja auch keine Ausnahmen aktuell. Auch wenn man jetzt aktuell die Regionalliga nimmt, die aktuell auf Fußball spielt, Liga-Betrieb hat, ist natürlich für uns im Amateurfußball unfassbar schwer ist, weil wir alle auf den Platz wollen. Das trifft, glaube ich, alle. Und wir können nur abwarten jetzt, was die Politik da sagt. Jede Woche, jeden Tag ist man dann gespannt, ob sich was da ändert wegen den Fallzahlen. Und ich hoffe, dass wir einfach alle bald auf dem Fußballplatz können. Und müssen wir uns leider ein bisschen gedulden. Vielen Dank. Ali, wie schaut es bei euch beim FC Pech aus? Und bei dir natürlich. Ja, Namen zusammen. Bei uns sieht es im Grunde genauso aus. Ich denke, oder nicht anders als bei anderen. Alles auf Distanz. Man hat natürlich regen Kontakt. Man spricht mit den Jungs, man schreibt sich, man trifft sich in einem Zoom-Meeting und versucht dann halt diese Zeit, so gut es geht, halt zu überbrücken. Klar, die Jungs sind fleißig und scharren schon mit den Hufen, genauso wie alle anderen Fußballer auch. Ich denke, da kommen wir gleich zu. Und jeder Einzelne wartet natürlich auf irgendwann mal auf das Licht am Ende des Tunnels. Definitiv, ja. Vielen Dank. Effendi, wie schaut es bei euch aus beim SV AKM Köln? Ja, lieber Klaus, danke erstmal für die Einladung. Guten Abend in die Runde. Die Kollegen haben ja schon vieles vorweggenommen, kann ich nur bestätigen. Kurz zu meiner Person, Effendi Çözmez, ich bin der Vorsitzende des Sportvereins Alevitische Kulturgemeinde in Köln. Ja, bei uns sieht es auch nicht anders aus wie bei den anderen Kollegen.
Wir haben regelmäßig mit den beiden Trainerteams, habe ich Zooms und WebEx-Meetings regelmäßig und wo wir uns halt kurz austauschen. Es ist im Moment schwer, die Leute, die Jungs, sagen wir, die zu motivieren, aktiv dabei zu halten, alles auf Distanz. Aber das Gute ist halt, dass ich regelmäßig einen kurzen Bericht bekomme von den beiden Trainerteams, wie die Stimmung ist der Jungs. Und der eine oder andere treffen sich zusammen, laufen zusammen. Ich kriege hin und wieder auch mal ein paar Videos in die WhatsApp-Gruppe geschickt. Von daher ist im Moment alles eingeschränkt. Durch die Covid-19-Pandemie, denke ich, haben wir Einschränkungen in vielen Lebenslagen, nicht nur im Bereich Sport, sondern auch teilweise im Berufsleben, im sozialen Leben, im privaten Leben. Von daher versuchen wir halt als Verein das Beste daraus zu machen. Wir haben Gott sei Dank nicht so viele Abgänge, beziehungsweise gar keine Abgänge, was die Mitgliederzahl angeht. Aber Fakt ist auch, dass mittelfristig natürlich wir Vereine eine Perspektive brauchen, die hoffentlich auch dann bald kommt. Ja, vielen Dank.